Wunderbar, und mit dieser großen Teilnehmerinnenzahl starten wir in unseren heutigen Digitalk. Ich darf alle ganz, ganz herzlich begrüßen zum 5. Digitalk, dem Online-Diskussions- und Bildungsformat zu digitalen Themen im Rahmen von DigiProf, also digitale Professionalisierung in der Erwachsenenbildung auf erwachsenenbildung.at, der diesmal wieder im Rahmen des EBMOOC Plus stattfindet, also unseres großen offenen Online-Kurses, der zurzeit auf iMOOCs mit bereits über 3.300 Teilnehmenden stattfindet. Ich bin Birgit Aschemann von Conedo und bin heute für die Moderation zuständig. Und DigiProf und die DigiTalks werden ja finanziert und gefördert vom österreichischen Bildungsministerium, wofür ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken möchte. Der EBMOOC wird heute auch durch das EBMOOC-Team vertreten eigentlich, das im Hintergrund diesen Talk unterstützt. Wir sehen jetzt gerade niemanden am Podium, aber die schon 5 Minuten vor Start eingestiegen sind, haben schon Martina Süßmeier und Antonia Pichler kennengelernt und auch Karin Kulmer ist da und unterstützt den Talk im Hintergrund und ich möchte mich bei den Kolleginnen ganz, ganz herzlich dafür bedanken. Die beiden Kolleginnen Martina Süßmeier und Karin Kulmer sorgen auch dafür, dass der Chat immer gut serviciert wird. Also sie werden einfach auch auf Fragen im Chat immer kurzfristig antworten. Das heißt, wenn es irgendwas gibt im Laufe der Diskussion, was wir hier nicht gleich im Forum vor der laufenden Kamera aufgreifen, dann kann man sich darauf verlassen, dass wirklich im Chat auch immer zeitnah darauf reagiert wird oder dass ich das eben später aufgreifen und dann einmoderieren werde. Ich mache gleich noch weiter mit den organisatorischen Hinweisen, so wie in einer Live-EB-Veranstaltung. Man versucht immer am Anfang die Admin-Geschichten hinter sich zu bringen, damit man sie nachher eigentlich dem spannenden Inhalt nähern kann. Administrativ ist noch zu sagen, und das ist ganz wichtig, dass dieser DigiTalk eben aufgezeichnet wird und veröffentlicht wird und dass Sie durch Ihre Teilnahme dem auch zustimmen. Die Aufzeichnung läuft bereits. Der Chat und die Teilnehmerliste, Teilnehmerinnenliste werden aber nicht mit aufgezeichnet. Das ist gleichzeitig auch schon ein Datenschutzhinweis, also es wird der Chat und die Teilnehmerinnenliste natürlich nicht veröffentlicht. Weitere Hinweise zum Datenschutz müssen sich in diesen Zeiten ganz kurz auf Zoom beziehen. Zoom steht ja teilweise momentan unter Kritik. Wir verwenden Zoom trotzdem als das System, das technisch am stabilsten ist. Wir haben in den letzten beiden Wochen aus gegebenem Anlass mehrere Systeme eingehend getestet und auch 2 weitere Lizenzen für große Webinarsysteme erworben. Im konkreten Fall sehen wir das so, dass dieses Webinar sowieso veröffentlicht wird und insofern keine sicherheitskritischen persönlichen Informationen enthalten darf. Unsere Verwendung von Zoom stellt aber keine Empfehlung dar, Zoom irgendwo in einem formalen Bildungskontext zu verwenden. Also was die Universitäten und die Schulen derzeit an Vorsichtsmaßnahmen treffen, hat nichts damit zu tun, dass wir Zoom einfach in diesem offenen Digitalk-Format verwenden. Wir bieten ja als Ausweichmöglichkeit eben auch den Livestream an. Also sollte sich jemand trotz der Vorkehrungen, die wir getroffen haben, nicht sicher genug fühlen in dieser Session, dann müssten wir bitten, einfach im Livestream teilzunehmen. Wir verfolgen natürlich die rechtliche Situation sehr genau und folgen da auch einfach einer Empfehlung eines deutschen Juristen zur Verwendung von Zoom. Ja, noch was Administratives im Vorfeld: Wer eine Teilnahmebestätigung zum Webinar benötigt, muss bitte in diesem Webinar mit Namen dabei sein und bis zum Ende dabei sein und am Schluss noch eine kurze Befragung dazu beantworten. Nutzen Sie das aber bitte nur, wenn Sie die Teilnahmebestätigung wirklich brauchen. Um den EBMOOC Plus mit einem Zertifikat abzuschließen, ist keine gesonderte Teilnahmebestätigung für dieses Webinar nötig. Wenn Sie trotzdem eine brauchen, dann bitte bis zum Schluss da bleiben und einfach an der kurzen Befragung dazu teilnehmen.
Ich sehe schon im Chat einzelne Fragen, was Zoom eben betrifft. Wir haben ja nächste Woche noch einmal einen Digitalk zum Thema Videokonferenzsysteme und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Erwachsenenbildung. Da können wir dann auf solche Fragen auch näher eingehen. Schließlich noch ein paar Informationen dazu, wie man in dieser großen Gruppe sind doch mit 123 Personen, relativ viele Kolleginnen und Kollegen hier jetzt dabei, wie wir in dieser großen Gruppe jetzt auch die Kommunikation handhaben wollen. Meine Kolleginnen im Technik-Intro haben es schon gesagt, wir werden das so machen, dass wir uns auf den Chat konzentrieren in der Kommunikation. Das heißt, wir hier am Podium diskutieren die Fragen, die sich aus dem Gespräch ergeben, aber auch die eben, die im Chat auftauchen. Und ich werde den Chat einfach einmoderieren und die Fragen aus dem Chat aufgreifen und hier einspielen. Das bedeutet aber auch, dass wir alle Zuschauerinnen und Zuschauer bitten, nicht die Kamera freizuschalten und nicht den Ton freizuschalten, weil wir sonst in dieser großen Gruppengröße einfach befürchten, dass das leicht chaotisch werden könnte, was wir aus ähnlichen Situationen auch schon so kennen. Gut, für alle, die eventuell rausfallen sollten aus dem Talk, bitte steigen Sie einfach neu ein auf dem gleichen Weg. Wenn Sie ein technisches Problem dabei haben sollten, notieren Sie sich bitte jetzt schon den Link zum Livestream. Dann können Sie auf jeden Fall in den Livestream rein und teilnehmen. Aber gerade bei Zoom sollte uns genau dieses Rausfallen eigentlich nicht passieren. Okay, und damit komme ich schon zu den erfreulicheren Dingen, wie ich meine, nämlich zu unserem inhaltlichen Thema. Das Thema ist die Frage, ob offene Bildungsressourcen und MOOCs Geschäftsmodelle für die Erwachsenenbildung sein können oder Teile eines Geschäftsmodells für EB-Anbieter, für Erwachsenenbildungsanbieter sein können. Und ich möchte ganz kurz, bevor wir mit der Begrüßungs- und Vorstellungsrunde starten, vorstellen und erläutern, wie wir überhaupt auf diese Überlegung auf dieses Thema gekommen sind. Wir gehen von folgenden Beobachtungen aus. Es gibt viele offene Bildungsressourcen, die auch wirklich mit einer Creative Commons Lizenz, also CC BY, vorzugsweise CC BY, lizenziert sind zur freien Verwendung. Davon gibt es einfach viele. Dazu gehören auch ganze MOOCs, wie zum Beispiel der EB-MOOC, unser großer offener Online-Kurs für Erwachsenenbildnerinnen. Der ist vollkommen frei lizenziert und als offene Bildungsressource verfügbar. Im EB-MOOC in den Vorgängerdurchgängen 2017 und 2018 und auch jetzt erleben wir, dass es dazu Begleitgruppen gibt, die diesen Online-Kurs nutzen, um daraus ein Präsenzangebot zu machen oder jetzt in der Covid-Situation einfach ein Online-Angebot, das den Online-Kurs begleitet. Und teilweise stammen die von Trainern oder Bildungsanbietern, die dafür auch Geld verlangen. Also man kann zum EB-MOOC ein Begleitangebot machen und von denen, die an diesem Begleitangebot teilnehmen, auch Geld dafür verlangen. Da könnte man ja auf die Idee kommen, dass man das mit anderen MOOCs auch machen könnte. Wir beobachten, dass es jetzt in Erwachsenenbildungseinrichtungen viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich fragen, wo kommen neue Geschäftsmodelle her? Wie werden wir jetzt in Zukunft unsere EB-Angebote ausbringen, die vielleicht stärker digital sein werden oder müssen oder auch nicht? Kann uns das helfen, dass es viele fertige MOOCs und andere offene Bildungsressourcen gibt, die man rein rechtlich nutzen und in das eigene Angebotsportfolio einbauen könnte? Und könnte das Teil eines Geschäftsmodells sein? Das ist unsere Ausgangsfrage. Und diese Frage werden wir jetzt mit einem sehr hochkarätigen Publikum, mit einem sehr hochkarätigen Expertinnen-Team hier am Podium diskutieren und Ihre Fragen aus dem auch hochkarätigen Publikum, entschuldigen Sie den Versprecher, einmoderieren dazu. Ich bin schon sehr neugierig, wo wir da inhaltlich landen. Alle, die hier sind am Podium, haben irgendeine Art der Erfahrung mit genau dieser Idee, nämlich entweder MOOCs zu produzieren und zur Verfügung zu stellen für diese Art von Nutzung oder MOOCs zu nutzen und selber einzubauen in ihr Portfolio. Und ich möchte jetzt einfach mal die Vorstellungsrunde eröffnen und
euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Podium bitten, euch einfach vorzustellen und möchte daher auch Martina im Hintergrund bitten, die Steckbriefe für die Vorstellung einzublenden und starte mit Martin Ebner, wenn du dich bitte vorstellst. Ja, also vielen lieben Dank. Also Martin Ebner, ich bin im normalen Leben also der Leiter der Organisationseinheit heißt bei uns Lehr- und Lehrtechnologien an der Technischen Universität Graz. Das ist also jene, die zuständig ist für sämtliche E-Learning-Aktivitäten. Und wir haben also im Rahmen dieser Aktion eben auch iMOOX gegründet und wir sind offiziell der Betreiber von iMOOX.at. Eigentlich also mit der Idee, Bildung für die Gesellschaft zugänglich zu machen, auf durchaus universitärem Niveau und das also auch unter offenen Lizenzen. Also das heißt, eine Besonderheit, die uns also unterscheidet im Vergleich zu den amerikanischen Plattformen, ist, dass wir tatsächlich ausschließlich als offen lizenzierte Inhalte haben, die eben genutzt werden können in allen Richtungen. Und um gerade das Thema gleich hier anzuteasern, also ja, man kann also theoretisch jeden einzelnen MOOC an der, auf iMOOX.at im Rahmen seiner Weiterbildung einbinden und bei den meisten, weil es sind nur sehr wenige, die NC dabei haben, auch tatsächlich einfach das also finanziell hinterlegen und bedienen. Erfahrung mit MOOCs bzw. OER liegt auf der Hand, ja, also ich bin eigentlich, also historisch komme ich aus dem OER-Bereich und wir haben dann also eigentlich gemerkt, dass also MOOCs ein sehr guter weiterer Schritt ist, um also freie Bildung also zu vertreiben und wie gesagt, wir haben unseren ersten MOOC selbst 2013 gemacht, damals noch also Zusammenarbeit mit also Kolleginnen und Kollegen also aus dem deutschsprachigen Raum, den berühmten CÖR, das ist der MOOC quasi zu Open Education Resources und kurze Zeit später haben wir dann also iMOOX gegründet und mein Statement war also, ich bin ein Verfechter, dass Bildung frei zugänglich sein muss, das sieht man gerade in diesen Tagen, dass es also sehr wesentlich ist, dass wir Bildung hochhalten können, weil es wichtig für die Gesellschaft ist. Ja, danke dir, lieber Martin. Darf ich dich, Anja, bitten, dich kurz vorzustellen? Ja, klar. Mein Name ist Anja Lorenz. Ich arbeite an der Technischen Hochschule in Lübeck und bin dort als Instructional Designerin mal angestellt worden. Ich glaube, das heißt E-Learning-Redakteurin hieß das am Anfang. Nenne mich jetzt Queen of MOOC-Making, weil ich MOOCs mache und in dieser kleinen Abteilung, die wir da hatten, die Leitung übernommen hatte. Meinen ersten MOOC habe ich 2011 mitgemacht und 2013 den ersten selber organisiert, damals noch von Canvas aus. Und ich finde, gerade bei MOOCs ist es naheliegend, die auch unter eine freie Lizenz zu stellen und immer wieder neu zugänglich zu machen. Zum Thema OER bin ich auch relativ zeitig gekommen, da hatte, glaube ich, Martin auch keinen ganz so kleinen Anteil dran, weil ich meine, das war über das Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien, L3T, was da ja wirklich so ein Leuchtturm in der frühen MOOC-Entwicklung im deutschsprachigen Raum war. Wir sind häufig, also einerseits erstellen wir MOOCs zu ganz, ganz, ganz verschiedenen Themen, in jüngerer Zeit eher die akademischen Themen, aber wir haben durchaus auch, sind auch dort deutlich breiteres Angebot und greifen da auch gerne auf Sachen zurück, die andere schon sehr gut gemacht haben. Vielleicht sind ein paar Leute aus dem OER-Fachexperten-MOOC auch gerade hier, weil ich habe Werbung gemacht, die können das mal in den Chat schreiben, wer das gerade teilnimmt. Dieser Kurs ist zum Beispiel ein Remix aus ganz vielen Sachen, die schon mal einem anderen MOOC teilgenommen, einem anderen MOOC stattgefunden haben. Und neben dem Fall, dass ich auch also der Meinung bin, dass dass öffentlich finanzierte Bildungsmaterialien vor allem frei lizenziert gehören, damit sie wirklich die Gesellschaft, die sie bezahlt, auch wieder zurückbekommt, denke ich gerade bei MOOCs immer, dass genau diese Möglichkeiten, das zu kombinieren mit ergänzenden Angeboten, wie du es gerade auch beschrieben hast, Birgit, da warte ich eigentlich drauf. Also das könnte viel öfter noch passieren. Ja, danke, liebe Anja. Ihr beide habt in eurer Vorstellung schon ein Claim für unsere Frage und unser Thema aufgemacht. Und ich darf einfach in der Vorstellung weitergeben an dich, Joachim. Vielen Dank. Ja, hallo. Aus Sierksdorf an der Ostsee. Meine erste MOOC-Erfahrung habe ich mit dem MOOC-Maker-Kurs gemacht. Das war, glaube ich, im Winter 2013. Ein ganz offener Kurs von Menschen, die sich überlegt haben, wie macht man eigentlich einen MOOC?
Und das war ein so geradezu berauschendes Erlebnis für mich, weil man dort mit ganz unterschiedlichen Leuten auf einmal zu tun hatte. Und ich habe dann 2013 einen MOOC für die Volkshochschule gemacht. Ich habe seinerzeit im Marketing in der Hamburger Volkshochschule gearbeitet und dachte, da kann man mal die Kollegen ganz gut qualifizieren, ähnlich wie ihr jetzt mit dem EB-MOOC. Und seitdem mache ich eigentlich alle zwei Jahre ein MOOC. Das ist so eine Art Passion von mir. Und weil ich die Dinge, die mich beschäftigen, gerne auch nach außen bringe und in einer sehr experimentellen Form. Also jeder MOOC ist da völlig anders. Und zum Thema OER finde ich gerade ganz, ganz toll. Ich mache gerade ein MOOC für naturnahe Bienenhaltung und nutze mal wieder die Plattform von Anja aus Lübeck von On Campus. Und das ist ein ganz tolles Instrument, dass ich selber so einen MOOC erstellen kann. Also eine große Plattform einfach bespielen. Und wir haben ungefähr etwas über 80 Volkshochschulen, die dazu Begleitangebote gemacht haben, auf unterschiedlichster Form. Wenn die hier wären, könnten die natürlich sehr viel mehr dazu sagen, wie man das ganz gut nutzt, solche OER-Inhalte. Super, danke Joachim für deine ersten Erfahrungen zu diesem Thema, das wir da eben diskutieren wollen. Lieben Dank und ich gebe in der Vorstellrunde weiter an dich, Markus. Bitte. Hallo zusammen. Ich komme so ein bisschen aus einer anderen Schiene. Ich bin zum einen SAP-Berater und zum anderen Trainer und Dozent. Und als Dozent habe ich den MOOC von Stefan Hartgrund Kosten- und Leistungsrechnung im Jahr 2017 in meinen Kurs der Ausbildung für Medienverwaltung in Deutschland an der IHK Schwaben in Augsburg mit integriert. Und ja, das können wir damals wie heute eigentlich gesagt einfach machen. Also ich bin auf den Kurs aufmerksam geworden. Dann habe ich von On Campus die Anja angeschrieben, darf ich das nutzen? Und die hat gesagt, ja, natürlich, ist ja unter freier Lizenz, darf man nutzen. Dann habe ich meinen Produktmanager angerufen und habe gesagt, ich hätte was, ich kann erst schnell einsteigen, aber die Teilnehmer vorzubereiten, hätte ich da was, das können wir nutzen. Er hat gesagt, okay. Und gestern haben wir dann die MOOC in den Kurs integriert und haben den praktisch im Vorlauf zu meinem Präsenzunterricht dann schon mal durchgeführt. Danke dir, lieber Markus. Ich sehe im Chat, dass einige Probleme gehabt haben, dich zu verstehen. Wir haben vorher auch schon kurz drüber gesprochen. Wenn das bei einem Referenten oder einer Referentin der Fall ist, dann würden wir eben bitten, das Bild in dem Fall auszuschalten. Das heißt, jetzt sehen wir Markus nicht. Wir wissen aber, er ist da und wir wissen, dass er uns etwas ganz Wichtiges zu diesem Thema zu erzählen hat, nämlich seine Erfahrungen, damit so einen MOOC auch schon einmal zu nutzen für ein eigenes Bildungsangebot und auch einzubauen und wirklich sozusagen einmal dieses Erleben zu haben und dieses Erfolgserleben zu haben, in einer kurzen Rücksprache mit einer MOOC-Macherin und Betreiberin wirklich einen bestehenden MOOC zum Bestandteil eines eigenen Bildungsangebots zu machen. Lieben Dank. Auch wenn wir dich nicht sehen, Markus, wir wissen, du bist da. Wir können mit dir diskutieren. Dieses temporäre Ausschalten ist einfach dem Wackler in der Verbindung geschuldet. Und wir sind einfach dankbar, dass das jetzt mit dem Ton sicher besser funktioniert. Magst du das mal kurz probieren? Klappt es mit dem Ton jetzt besser? Also ich kann mich dann nochmal kurz wiederholen. Also einfach machen. Und ich habe den MOOC einfach bei mir integriert in meinen Unterricht. Vielen herzlichen Dank. Wir werden im Laufe der Diskussion sicher auf deine Erfahrungen dabei zurückkommen und da noch einmal genauer hinhören, was das ganz konkret bedeutet hat und welche Erfahrungen die du damit gemacht hast. Und du bloggst ja auch über diese Erfahrung. Das heißt, du hast einen Blogartikel geschrieben, wo man diese Erfahrungen, die du da gemacht hast, auch ein bisschen detaillierter nachlesen kann. Und die Karin hat jetzt im Hintergrund netterweise schon den Blogartikel in den Chat gestellt. Das heißt, für alle, die sich für deine Erfahrungen zum Nachlesen da auch genauer interessieren, gibt es die Möglichkeit, dann da vertieft
einzutauchen. Ich danke euch für die Vorstellung und was uns natürlich jetzt brennend interessiert ist, mit welchen Vorerfahrungen und auch welchem Hintergrund Sie hier, die uns jetzt bisher nur zuhören konnten, hier sind. Wir haben in den letzten Digitalks, die aus dem EBMOK heraus entstanden sind, immer viele Bildungsmanager und Bildungsmanagerinnen dabei gehabt. Wir würden sehr gern überprüfen, wie denn das diesmal aussieht, und ich möchte daher wieder diese Umfrage eröffnen, die wir beim letzten Mal schon gestellt haben, und bitte Sie jetzt alle, da mal sich zu outen, was Ihren beruflichen Hintergrund betrifft, und uns auch wieder sehen zu lassen, in welchem Bereich Sie denn tätig sind. Sind Sie eher eben selbstständig oder kursleitend oder im Bildungsmanagement? Unterrichten Sie vielleicht in einem anderen Bildungssektor als der Erwachsenenbildung oder studieren Sie noch oder haben Sie einen anderen beruflichen Hintergrund? Und so wie das jetzt im Moment aussieht, und es haben schon 102, 103 Personen, 106 von 119 auch abgestimmt, so wie das jetzt aussieht, bei über 90% der Abstimmung haben wir wieder über ein Drittel Bildungsmanager und Bildungsmanagerinnen dabei. Und ich bedanke mich für das Einblenden der Ergebnisse. Sie sehen das, also wir haben einfach wirklich über ein Drittel von Kollegen und Kolleginnen, bei denen ich eigentlich vermute, dass sich die Frage nach dem Geschäftsmodell momentan auch umtreibt. Daher hoffe ich wirklich, dass das auch Ihre Interessen berührt, was wir da jetzt diskutieren. Wir hätten noch eine zweite Frage vorbereitet, die ich auch gern gleich stellen möchte. Und diese Frage betrifft die Nutzung von offenen Bildungsressourcen. Also verwenden Sie bisher offene Bildungsressourcen in Ihren Bildungsangeboten? Von bisher gar nicht über nur gelegentlich bis ja häufig oder ja, das ist Teil meines Geschäftsmodells, haben wir da Antwortmöglichkeiten vorformuliert, und das Voting läuft ja noch. Jetzt haben wir mal 80% von Ihnen geantwortet. Und jetzt wären es dann schon fast 90%. Aber es ist tatsächlich eben so, wenn man hier die Antworten zusammenzählt, also ungefähr 88%, sehe ich da jetzt mal, der Teilnehmenden, also entweder gar nicht oder nur gelegentlich. Nur gelegentlich ist knapp über gar nicht. Also wir haben hier ein Auditorium mit wenig OER-Nutzung, ja, aber eigentlich ein Drittel Verantwortung im Bildungsmanagementbereich. Das lässt mich jetzt auch einen Blick werfen auf unsere Slido-Umfrage. Wir haben ja schon im Vorfeld Slido als Abstimmungstool genutzt, und die Kolleginnen haben im Technik-Intro auch schon darauf verwiesen, dass wir ja diese Umfrage eingeblendet hatten. Welche Themen Sie heute für die Diskussion besonders interessieren, und das sehe ich, und ich gehe da jetzt nur auf die am stärksten hochgevoteten Themen ein, dass die Themen ohnehin, aha, da war ein Thema ganz weit oben, darf ich mit offenen Bildungsressourcen Geld verdienen, auch wenn ich sie nicht selbst erstellt habe? Aha, da sind wir am Kern der Diskussion. Ja, darf ich das überhaupt? Darf ich die auch verwenden, um Geld zu verdienen, wenn ich sie nicht selbst erstellt habe? Dann eine Frage sehe ich da, die eher in Richtung Urheberrecht geht. Gerade diese Tage wird intensiv mit Lehr-Lernmaterialien über Plattformen gearbeitet. Ist das überhaupt erlaubt? Die Antwort ist ganz kurz, kommt darauf an, welche Materialien und wie die lizenziert sind und um welche Plattformen es sich handelt. Ich würde auf diesen Punkt jetzt nicht näher eingehen wollen, weil das Urheberrecht in Österreich und Deutschland auch nicht ganz identisch
ist und wir das wahrscheinlich nicht so leicht für beide Länder im Vorbeigehen beantworten können. Aber eine weitere Frage sehe ich eben auch, die ganz zentral an unserem vorbereiteten Diskussionsthema ist, nämlich könnte man als Bildungsmanagerin oder Programmleiterin auch einen vorhandenen MOOC zum Teil des eigenen Bildungsangebots machen? Unsere Podiumsgäste haben schon gesagt, ja, man kann das grundsätzlich machen. Dann würde ich sagen, wir tauchen einfach mal in die Diskussion zu diesen beiden Themen ein. Darf ich mit OER Geld verdienen, auch wenn ich sie nicht erstellt habe? Und ja, könnte man auch einen vorhandenen MOOC zum Teil des Bildungsangebots machen? Ja, zu beiden Fragen, ja, Komma und, Punkt, 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 oder ja, Komma, aber. Und da möchte ich einfach euch einladen, hier und auch dich, Markus. Vielleicht magst du die kurz einblenden mit Bild und ein Handzeichen geben, wenn du an einem bestimmten Punkt was sagen möchtest. Wie können wir das denn auch erläutern, was die Kolleginnen und Kollegen hier beschäftigt? Ja? Also vielleicht, Markus, du hast die Hand gehoben, wolltest du gleich antworten? Ja, nachdem ja die Frage gestellt wurde, darf ich damit Geld verdienen? Ja, man darf, weil ich habe den Kurs benutzt und ich wurde sogar bezahlt für Stunden, die ich abgerechnet habe, weil ich habe den Kurs ja auch noch weiterhin begleitet. Also es ist ja nicht nur so, dass man den Teilnehmern gegeben hat, sondern ich habe die mit begleitet und ja, ich habe auf Grundlage des Kurses, den ich dann eingesetzt habe, Geld verdient. Martin. Also grundsätzlich ist es jetzt einmal rechtlich so, dass also Open Education Resources heißt, sie können, also in der Regel wird Creative Commons lizenziert, also zumindest auf iMOOCs und Campus, und das ist in Deutschland durchaus üblich. Und solange der Zusatz NC nicht dabei fällt für Non-Commercial, können diese Materialien quasi auch für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Man muss also nur schauen, dass dieses NC nicht dabei ist, und das gilt bei uns für den Großteil der Kurse. Und damit ist es völlig legal, damit das auch für kommerzielle Zwecke einzusetzen. Es ist auch bewusst so von den Universitäten, auch von On Campus, glaube ich, eben gemacht, weil wir wissen, dass das Erwachsenenbildung sowieso sofort ein Problem hat, nämlich in dem Moment, wenn sie ja Kursgebühren verlangen. Und es würde also auch quasi im Hochschulraum Probleme geben, weil wir ja zum Beispiel sowas wie Weiterbildungsangebote für Lifelong Learning haben und so weiter. Und da wird es auch nicht mehr gehen, weil da zahlen ja auch die Teilnehmer für das Geld. Und überall, wo sie diesen Zusatz NC dabei haben, quasi können sie, und sie sind herzlich eingeladen, es zu nutzen, weil wir machen es genau deswegen, damit es die anderen eben verwenden können. Danke, Martin. Joachim. Ja, ich würde dies, wir machen das deswegen extra nochmal unterstützen. Wir haben mal 2015 einen MOOC gemacht, den Ich-MOOC. Und da hatten wir so eine Metapher drumherum, wir machen eine digitale Kreuzfahrt zu digitalen Punkten in der Welt. Und wir haben die Begleitkurse, die wir angeregt haben im Vorfeld mit den Volkshochschulen, haben wir MOOC-Bars genannt. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Konzept. Also wir haben den MOOC gemacht, damit gerade solche Kurse als Begleitkurse auch stattfinden können. Also um das zu erleichtern. Und das ist uns ganz gut gelungen. Und das ist jetzt auch im WIMOOC so. Im WIMOOC haben wir auch wieder MOOC-Bars gemacht. Im Vorfeld ist das natürlich relativ viel Arbeit. Aber so langsam gewöhnt sich auch die Weiterbildungseinrichtung daran, dass man eben über diese MOOC-Bars Begleitkurse macht, die wir dann auch noch mit Input versorgen. So, das ist eigentlich unsere Absicht mit den MOOCs, sondern nicht nur sie ins Netz zu stellen, sondern gerade über MOOCs auch vor Ort Netzwerke zu dem Thema zu schaffen. Und da arbeiten wir besonders mit den Weiterbildungseinrichtungen zusammen. Danke dir. Anja, bitte. Ja, ich muss sagen, wir machen das auch bewusst, dass wir keinen NC draufpacken, weil uns das selber auch immer Probleme macht. Also wir sind, ich bin jetzt von der Technischen Hochschule Lübeck. Das ist eine staatliche Bildungseinrichtung. Wir wären von dem NC wahrscheinlich gar nicht so betroffen. Wahrscheinlich sage ich, weil das auch immer sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Unsere Plattform aber, die wird von der On Campus GmbH betrieben. Und die GmbH ist zwar eine volle Tochter der Technischen Hochschule Lübeck,
aber ist trotzdem ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Das heißt, wenn jetzt Martin in seinen Kursen NC drauf machen würden, dann können wir die für unsere Kurse nicht remixen. Und andersrum ist anders. Andersrum, die Emox ist safe, die sind von der Hochschule betrieben. Aber das macht, es macht an vielen Stellen einfach Probleme auf. Ich komme schon in Unsicherheiten, wenn ich nebenberuflich vielleicht einen Honorarvertrag habe. Und dann komme ich schon ins Grübeln, ist das jetzt kommerziell, ist das nicht kommerziell? Bei Berufsschulen, bei privaten Schulen stellt sich so eine Frage, und bei vielen Sachen macht das einfach sehr kompliziert. Und natürlich kann und soll ich da Angebot dazu machen. Also ich sage mal so, bei einem frei verfügbaren Arbeitsplatz oder bei einem Lehrbuch fragt sich auch niemand, ob ich dieses Lehrbuch nehmen kann. Ich muss es vielleicht kaufen, weil es einfach auf Papier gedruckt und produziert wurde. Aber ob ich das jetzt in meinem kommerziellen Unterricht nehmen darf, das fragt sich in der Regel auch niemand. Das heißt nicht, dass es auch manchmal ausgeschlossen ist, dass ich das nehmen darf. Da haben sich Praktiken eingebürgert, die vielleicht auch nicht so dem Urheberrecht entsprechen. Ich sehe aber überhaupt kein Problem damit, weil man verkauft ja nicht den MOOC. Also ganz selten wird man sagen, ich gebe dir den Link, wenn du mir 5 Euro gibst. Weil diesen Link kann sich jeder selber ergoogeln. Ich muss ja irgendwas dazu anbieten. Da fällt mir so aus dem Augenwinkel ein Kommentar aus dem Forum zu, der da lautet, Präsenzzeit könnte verloren gehen. Aber wenn ich euch jetzt zuhöre, Martin und Joachim und Anja, dann hätte man so den Eindruck, ihr macht ja die MOOCs eigentlich dafür, dass Präsenzgruppen stattfinden können mit diesen MOOCs, also überspitzt ausgedrückt. Ja? Oder man macht sie mit dem Hintergedanken, dass ja Präsenzkurse oder Präsenzgruppen dazu stattfinden können. Martin, würdest du was sagen? Oder war das? Nein, schon was. Also das ist, was man, also ich habe vor Jahren schon mal gesagt, und ich habe versucht, das auch immer wieder in Vorträgen einfließen zu lassen. Was man nicht weiß, ist, dass jeder MOOC auf einem MOOC hat eine Geschichte hinter sich. Und ich kann eine schriftlich wiedergeben. Die geringste Form, die vorkommt, ist ein reiner Online-Kurs. Also das ist tatsächlich ein MOOC, so wie man sich das vorstellt. Der steht online und die Leute lernen alle ausschließlich online. Die meisten haben eine komplett andere Geschichte. Selbst gerade bei OnCampus schaut, der Volleyball-MOOC, der wird nicht nur online laufen. Unser Kletter-MOOC war auch nicht nur online. Das heißt also, wir haben immer, diese Verknüpfung ist ganz stark, weil es ja was Soziales ist. Nur ist die Präsenz in einer anderen Form plötzlich. Und wir lernen heute, dass wir durch diese MOOCs an Flexibilität in der Präsenz gewonnen haben. Und zwar in ganz anderen Formen. Wir haben heute dort mehr Interaktion, mehr Kommunikation, mehr Diskussion. Und das war auch eigentlich das Ziel. Und das war nur möglich, und das muss man auch sagen, weil es OEA ist, weil es so flexibel einsetzbar ist. Also das ist auch etwas, das man lernen haben müssen über die Laufe der Jahre, und es hat sich also eigentlich als großer Vorteil erwiesen. Genau, und ich sehe im Chat auch, dass Jens Faulstich das schon bestätigt, dass man eben also im Sinne von Flipped Classrooms wirklich auch die Präsenzelemente durch einen MOOC vorentlasten und vorbereiten kann. Genau. Jetzt habe ich, glaube ich, irgendein... Genau, Joachim, bitte. Es ist natürlich so eine Verkürzung, wenn ich sagen würde, ich mache den nur, damit Präsenzkurse stattfinden. Ich mache den natürlich auch, damit Menschen, die gerade nicht in Präsenz gehen können, das in allen Winkeln, wo Deutsch gesprochen wird, und zwar weltweit Deutsch gesprochen wird, auf diese Inhalte zugegriffen wird. Das Besondere ist aber, wenn man ihn in die Präsenz bringt, dass, und da kommt es mir sehr auf das Thema drauf an, dass ich das Thema so spannend und wichtig finde, dass ich gerne regionale Netzwerke damit fördere. Und das braucht natürlich eine Präsenz. Die rein online herzustellen, ist also mittlerweile mit dem Datenschutz total schwierig. Aber durch diese Präsenzkurse geht das natürlich ganz gut. Und es gibt den dritten Aspekt für mich, das ist die zeitliche Unbegrenztheit. Also ich merke gerade jetzt in dieser aktuellen Krise, wo sehr viele Menschen sich Gedanken machen, wie sie online präsent werden können, dass der MOOC, den wir 2015 bei OnCampus gemacht haben, Mein digitales Ich, heute wieder sehr viele Besucher kriegt. Und das ist ein Kurs, der ist 4 Jahre her. Das heißt, der Aufwand, einen MOOC zu erzeugen, ist oft relativ groß. Ihn dann sozusagen nach einer gewissen Zeit in die Versenkung zu schicken, ist natürlich Quatsch. Solange er irgendwie noch aktuell ist, sollte er natürlich im Netz offenbar bleiben. Jetzt habe ich euch, Anja, bitte.
Man muss ja gar nicht das eine entscheiden, ohne das andere zu lassen. Also bei verschiedenen, wir denken ja häufig, also wir sind an Hochschulen, Hochschulen befinden sich in Städten. In Städten ist es überhaupt kein Problem, in die Hochschule zu kommen. Das ist nicht für alle so. Also ich glaube schon für Joachim in Zirksdorf ist es ein bisschen, ist ein Weg, bis du nach Lübeck kommst. Ich glaube, es dauert so fast eine Stunde. Ein bisschen kürzer. Und es ist halt immer ein Aufwand. Das muss eingetaktet werden. Das muss zu der Zeit auch passen. Das heißt, die Kurse sind auf alle Fälle auch dazu da, dass Leute, die das sonst vielleicht gar nicht teilnehmen könnten, dass die es machen können. Und zwar so, wie es ihnen gefällt. Also sie können auch bloß sagen, ich mache hier den halben Kurs, ich mache Kapitel 4, weil mich das Thema interessiert. Und ich persönlich finde es aber dann immer auch super, wenn man eben darüber hinausgehen kann. Also einerseits zu sagen, wir können uns da mit Menschen direkt unterhalten, sei es in einer niedrigschwelligen Sache im Forum, aber eben auch in Präsenzformaten. Und in Präsenzformaten nervt mich wirklich, wenn ich so einen langen frontalen Input kriege, wo ich denke, na, das hätte ich mir jetzt aber auch in einem YouTube-Video angucken können, das hätte ich in einem Text auf der Bahnfahrt hierher lesen können, dafür bin ich doch nicht hier. Also ich muss doch nicht hier sein, damit ich die ganze Zeit nur was erzählt kriege in Einrichtung. Und dafür finde ich MOOCs eben auch super. Es kam ja im Chat auch schon das Stichwort Flip Classroom, also den Kurs, den Markus Hammele von uns remixt hat. Der war dazu da, dass die Studierenden von Stefan Haug, der wollte mit dem Flip Classroom machen. Der wollte denen sagen, was sind Kosten und Erlöse. Das erzählt er sonst lang und breit in der Vorlesung. Das sollten die sich in einem Video angucken und dann können die in der Präsenz können die Aufgaben rechnen und die auch diskutieren. Ja, und das lässt sich mit so Angeboten, wie Joachim sie auch gerade macht, mit Imkerei und Bienenzucht, wo ich einfach mal hingehen kann und mir das angucken kann vor Ort, lässt sich das super machen. Nur hat halt der Imker vielleicht nicht alle, keine Ahnung, alle Bienenkastenformen vorrätig. Und die kann ich mir in einem MOOC angucken. Genau so ist es. Und in diese Richtung gehen auch da die Kommentare im Chat, die ich da so sehe. Zum Beispiel, Präsenzzeit ist zu kostbar, um sie nur zum Wissen vermitteln zu nutzen. Ja. Das sehe ich auch so. Ja. Und ihr unterstreicht ja diese Annahme, Präsenzzeit ist zu kostbar, um sie zum Wissen vermitteln zu nutzen. Ich kann ganz viel durch bestehende MOOCs vorentlasten. Aber ich nehme da im Chat auch so ein bisschen Fragen wahr in Richtung Risikobewertung oder Datenschutzgrundverordnung bei MOOCs oder Online-Seminaren. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich diese Frage richtig verstehe, möchte sie aber natürlich nicht übergehen. Martin, bitte. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man zwei Dinge auseinanderhält. Das eine ist Urheberrecht und freie Bildungsressourcen. Da geht es darum, also quasi um den Schutz des Urhebers und der Urheberin und wie das Bildungsmaterial lizenziert ist. Und während es beim Datenschutz darum geht, um den Schutz der persönlichen Daten. Das ist also ganz was anderes. Und grundsätzlich ist es so, dass eine MOOC-Plattform genauso der Datenschutzgrundverordnung unterliegt und jeder User, jede Userin, wenn sie es hakelt und was wir mit den Daten machen. Und ich würde immer so sagen, nachdem der deutschsprachige Raum grundsätzlich sehr streng ist, es viel einfacher, also viel strikter, was wir überhaupt tun dürfen im Vergleich zu den amerikanischen Schutzverordnungen, die dürfen quasi nichts machen. Also im deutschsprachigen Raum ist man meistens auf der sicheren Seite gesagt, weil wir viel Auflagen. Gut, ich fasse aber man muss es auseinanderhalten. Also Datenschutz hat nichts mit Urheberrecht zu tun und umgekehrt. Danke noch einmal für die Präzisierung. Ich habe Kommentare zur Tonschwankung jetzt auch wahrgenommen. Also wenn man fasst deswegen nochmal kurz zusammen, genau, Datenschutz und Urheberrecht auseinanderhalten und MOOCs wie zum Beispiel der EBMOOC Plus unterliegen und auch die anderen auf iMOOCs unterliegen natürlich der Datenschutzgrundverordnung und nicht, also bei OnCampus wird es nicht anders ausschauen. Das heißt, sind bitte Anja. Weil im Chat auch gefragt wird, ob es eine Art Checkliste gibt. Wenn die, ich, mit aller Vorsicht, wenn die Plattform sich in einem, das alles durchgecheckt hat, hat man als Ersteller von einem MOOC gar nicht so viele zusätzliche so viele Elemente. Also bei uns steckt ein Moodle drunter. Wir binden YouTube ein. Für YouTube steht bei uns eine Erklärung in der Datenschutzerklärung. Das ist bei uns über die Plattform abgesichert. Wenn man anfängt, irgendwelche komischen Sachen per iFrame einzubauen oder irgendwie die Leute zu sagen, du darfst an diesem MOOC nicht teilnehmen, wenn du mir nicht diese Frage beantwortest, keine Ahnung, wann hast du das letzte Mal Bier getrunken? Sachen, die den MOOC-Veranstalter nichts angeben. Ne? Also solche absurden Sachen solche absurden Sachen konstruiert, dann ist man als MOOC-Veranstalter fast raus, sage ich mal, wenn die Plattform sich ordentlich gekümmert hat. Und das sind wir an der Hochschule, haben wir
3 kritischere Datenschützer da, bevor da jemand extern drauf kommt. Ich kann das nur bestätigen, also auch als Nutzer der Plattform iMOOCs, sozusagen Kooperationspartner und mit dem eWMOOC Plus ja sozusagen Nutzer für unser Bildungsangebot, kann ich nur sagen, ich weiß nicht, wer am eWMOOC Plus teilnimmt, wenn sie sich nicht mit ihrem echten Namen anmelden und im Forum vorstellen. Denn von iMOOCs erfahren wir das natürlich nicht. Dieser Kurs ist datenschutzkonform. Also, genau. Ja, Joachim. Ich möchte vielleicht nochmal auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen. Und zwar, wir sagen ja, ihr könnt jetzt OER-Materialien, wie sie im MOOC produziert sind, könnt ihr einbinden, könnt ihr remixen, könnt ihr wie Markus einen Kurs draus machen und damit auch Gelder einnehmen. Der zweite Aspekt, und ich komme ja auch aus dem Marketing, ist mir natürlich sehr wichtig, dass man einfach auch solche Online-Angebote integrieren kann. Und damit integriert man eine gewisse Qualität. Und wir haben ja jetzt als Weiterbildungseinrichtung gerade gelernt, wie wichtig es ist, schnell und ad hoc ins Internet zu gehen. Und viele machen ihre ersten Versuche. Und wir, die das vielleicht schon etwas länger machen, wissen, wie schwer diese ersten Versuche sind und wie schwer da das in die Hose gehen kann. Und wo Leute sagen, oh nee, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Und ich finde es jetzt im Moment einen großen Vorteil, wenn man auf bestehende Angebote zurückgreift. Man kann sich die Qualität angucken und man kann mit dieser Qualität seinen eigenen Kunden gegenüber treten und kann sagen, okay, und das ist etwas, das bieten wir euch. In dem Moment bin ich als MOOC-Maker ja nicht aus dem Rennen, sondern ich freue mich ja, wenn eine Institution sagt, okay, das hat diese Qualität, das nehmen wir bei uns ins Programm rein. Das ist für die Bildungseinrichtung ein enormer Vorteil, weil man dadurch Qualität vermitteln kann, die man vielleicht selber, auch wenn man eine kleine Einrichtung ist und nicht über das Know-how verfügt, gar nicht bieten kann. Danke, Joachim. Du sprichst mir da aus der Seele, weil ich oft an Einrichtungen denke, die jetzt digital ins Gedränge kommen oder versuchen wollen oder müssen, ein digitales Kursangebot zu machen in der Covid-Situation oder sonst einfach vielleicht gar nicht wissen, wie sie mit eigenen Ressourcen Online-Kurse in einer entsprechenden Qualität schnell zur Verfügung stellen sollen, wenn sie keine große Vorinvestition tätigen möchten. Und diese Vorinvestition haben viele schon getätigt, die mit staatlicher, öffentlicher Förderung, zum Beispiel in einer Hochschule oder wir mit Förderung des Bildungsministeriums, einfach Kurse, Videos und so weiter, Kurse oder Kursteile erzeugt haben. Also danke dafür. Ich habe jetzt im Chat natürlich die Frage auch aufgefangen, es gibt ja auch noch andere offene Bildungsressourcen als MOOCs, ja, natürlich, und ich sehe da auch weiter diskutieren, ja, man kann auch auf YouTube-Videos und so weiter zurückgreifen. Joachim, bitte. Ja, ein kurzes Beispiel. Wir haben vor, ich glaube, es war auch 2017, 18 haben wir ein Kursmodul gemacht, wie erstelle ich eine Website mit WordPress. Da haben wir 14 Tutorials gemacht und haben die auf dem eigenen Blog, haben sie bei YouTube eingestellt. Das ist ein komplett fertiger Kurs, finanziert durch ePale war das seinerzeit. Und wir warten noch ein bisschen darauf, dass also die Szene sagt, okay, das ist ein fertiger Kurs und jetzt brauchen wir jemanden, der kann ein bisschen WordPress und dann hat der sein komplettes Programm mit im Angebot und kann daraus meinetwegen 7 Einheiten machen. Und da gibt es, glaube ich, das wissen, glaube ich, die anderen auch, gibt es eine Reihe von YouTube-Tutorials, die man super dafür nutzen kann. Wobei die nicht immer als offene Bildungsressourcen lizenziert sind, aber solange ich die Einheit nur verlinke, also das Video nur verlinke und nicht publiziere, habe ich damit kein Problem. So, Markus, du wolltest was sagen, bitte. Genau, ich wollte ganz kurz noch auf den Joachim eingehen, der ja das Marketing angesprochen hat. Also ich finde es zum Beispiel auch gut, man kann diese MOOCs oder diese OERs auch als kostenlose Beilage oder Zusatz in einem Kurs mitgeben. Ich werde oftmals gefragt, welche Bücher kann ich mir denn kaufen oder welche sonstigen Unterlagen gibt es noch? Und dann kann man auch auf solche MOOCs hinweisen und kann sagen,
da habt ihr was und da könnt ihr damit arbeiten. Das ist einmal die kostenlose Beilage und das andere wäre, ich kriege vielleicht auch eine neue Zielgruppe. Also ich bin zum Beispiel Fußballtrainer, ja, und ich habe beim Volleyball-MOOC mitgemacht von On Campus und habe mir da sehr viel rausziehen können und habe auch da wieder sehr viel Sach genommen. Ich bin im Verein tätig, wo ich gesagt habe, da schaut mal her, das könnt ihr euch angucken, weil ob das jetzt Kinder sind, die Volleyball spielen oder Fußball spielen, kommt aufs Gleiche raus. Also man kann diese Sachen auch nehmen, um neue Zielgruppen zu gewinnen und man kann sie nehmen, um als kostenlose Beilage mitzugeben. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, das am Schirm zu haben, was du sagst. Ja, jetzt haben wir schon eine Reihe von Verwendungsmöglichkeiten. Wir haben sozusagen als Hausaufgabe, das kam aus dem Chat, dann haben wir sozusagen diese Flipped-Verwendung, dass ich sage, als Vorbereitung auf ein Online- oder Präsenztreffen oder auf irgendwas, was ich gemeinsam diskutieren möchte. Ja. Wir haben natürlich die Möglichkeit der kompletten Kursbegleitung, dass ich sage, ich nehme eigentlich den ganzen MOOC her und begleite den und das ist mein Bildungsangebot. Das kann ich auch machen. Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie man MOOCs tatsächlich auch nutzen kann. Am Rande sehe ich da jetzt so auch die Frage der Finanzierung wird vielleicht in einem anderen Modul besprochen. Ich glaube, da gibt es noch eben eine Frage der Finanzierung von MOOC selber. Ich habe das vorher kurz gestreift, indem ich gesagt habe, naja, sie sind aufwendig zu produzieren und eigentlich braucht es eine öffentliche Förderung dazu, um wirklich einen MOOC in die Welt zu setzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage von La Pomarancha beantwortet. Joachim, du hast vielleicht eine andere Antwort dazu. Ja, es ist natürlich schwer. Also öffentliche Förderung ist ganz schön und gut. Das kriegen meistens Institutionen, das kriegen nicht solche Privatleute wie ich, die das auf eigene Rechnung machen. Und vorher jemanden zu finden, der das Produkt noch nicht kennt, ist natürlich sehr schwer. Und deswegen sind wir jetzt im BIMUG einen anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, okay, wir überzeugen mit dem Projekt und wir sammeln hinterher Spenden ein dazu. Die Refinanzierung, die berühmte. Genau. Und es geht. Und, das hängt natürlich sehr von der Community ab, die man da anspricht und auch wie man sich als Team darstellt in so einem Projekt. Aber wenn man eine ganz gute Qualität hat, dann wäre mir nicht bange, das auch im Nachhinein zu finanzieren. Für Institutionen ist es natürlich anders. Das heißt, wenn man es so gut macht, ich greife jetzt deine bescheidene Darstellung auf und möchte sie schon ein bisschen verstärken, wenn man es so gut macht wie du und dafür auch schon diesen Namen hat, wie du ihn dir über die lange Zeit natürlich erworben hast, dann geht es auch mit einer Refinanzierung, habe ich gehört. Ja. Wir haben im Kontext des EPIMUG in einem der früheren Durchgänge eine wissenschaftliche Arbeit dazu verfasst, das heißt nicht wir, sondern ganz konkret meine Kollegin Karin Kulmer und auch veröffentlicht und ich würde dich bitten, Karin, zum Thema der Geschäftsmodelle für MOOCs einfach den Link in den Chat zu posten. Danke dir, liebe Karin. Da kann man ein bisschen auch dazu nachlesen. Genau, genau. Jetzt habe ich von euch so viele Argumente gehört, die es eigentlich sinnvoll erscheinen zu lassen, Teile von MOOCs oder eben auch andere offen lizenzierte Materialien aufzugreifen und vielleicht sogar eben ins eigene Geschäftsmodell einzubauen. Ja, Geschäftsmodell in der Erwachsenenbildung ist ohnehin immer ein sehr gewagter Begriff. Vielleicht sollte man einfach von einem Finanzierungsmodell sprechen. Wir haben es trotzdem ein bisschen pointiert Geschäftsmodell genannt. Wenn das so ist, ja, beschäftigen wir zwei Fragen. Das eine ist, warum tun es noch so wenige? Und das zweite ist, was wäre dafür nötig? Braucht es dafür Absprachen mit den MOOC-Betreibern? Muss man da irgendwie spezifisch was ausmachen? Bitte, Anja. Um dein Mikro bitten wir dich noch. Ich fange mal mit der zweiten Frage zuerst an, weil die schneller beantwortet ist. Wenn es frei lizenziert ist, muss man sich mit niemandem absprechen. Dann steht da in der Lizenz, was ich darf und gegebenenfalls auch, was ich nicht darf oder welche, an welche Regeln ich mich halten muss. Da muss man sich nicht absprechen. Ein Tipp, viele freuen sich, wenn sie davon erfahren, dass es verwendet wird. Also ich habe damals auch sehr, sehr gewildert in dem Kurs von Martin und Sandra und habe diesen auch angeschrieben. Ich habe das jetzt so gemacht, ich weiß, dass ich darf und ich muss euch nicht anschreiben, aber es fühlt sich ein bisschen komisch an und sie haben sich irre gefreut.
Genauso hatte ich jetzt vor kurzem erst einen Teil von einer H5P-Interaktion von einer befreundeten Lehrerin genommen. Der habe ich das geschrieben, habe gesagt, hey, das baue ich gerade ein. Und sie so, cool, ich werde benutzt. Also das darf man nicht unterschätzen, dass die Leute eigentlich darauf warten und das deswegen frei lizenzieren. Wie kann ich das in meinen, warum machen das so wenig? Genau, das war die erste Frage. Das weiß ich nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es wenig sind. Da habe ich nicht wissen viel wir es nur nicht, gell? Vielleicht wissen genau. wir es nur nicht. Ja. Also in unseren OER-MOOCs stellen wir fest, dass Leute sagen, wirklich, das darf ich dann einfach machen. Weil einfach so dieses, ich nutze Sachen heimlich weiter, das ist irgendwie weit verbreitet. Und auch dieses, ich kann Sachen einkaufen. Das ist auch relativ häufig verbreitet. Und dieses, ich darf das einfach da reinfügen und ich kann es auch machen. Ne? Also diese, früher war das nicht so einfach zu sagen, ich nehme hier ein Video und baue das in meine eigene Webseite ein. Mittlerweile ist das alles sehr viel einfacher. Das kommt jetzt erst. Und durch solche netten Remix-Tools wie H5P oder sowas, was ja jetzt wirklich so eine tolle Sache ist, packt man vielleicht auch nochmal in den Chat. Das ist... machen das auch sehr viel leichter, auch wenn ich nicht programmieren kann, wenn ich keine Videos schneiden kann, wenn ich kein HTML kann, da tolle Lernmaterialien draus zu bauen. Und ne, dann macht es auch einfacher. Genau, danke. Ich glaube, du wolltest, Joachim, gell? Genau. Ich glaube, ein Grund ist, dass geübte Routine ist, ich nehme Kontext aus Büchern. Und vielleicht noch mal ein bisschen aus das eine oder andere von YouTube. Ich glaube, es ist immer noch vorherrschend in der Erwachsenenbildung, dass man Angebote, die man nach außen verkauft, dass man die selber macht. Dieses Selbermachen ist irgendwie ein Teil der Identität der Erwachsenenbildung. Und ich glaube, das ist jetzt fängt das an, ein bisschen aufzuweichen, weil ich kann nicht das alles, was gebraucht wird, selber machen. Und ich kann es aber gut an die Leute bringen. Und das ist meine Leistung als Manager von Erwachsenenbildung, dass ich ja Wissen transportiere, aber nicht es unbedingt selber aufbereite. Das ist eine spannende These mit dieser Identität, die mit dem eigenen Content verbunden ist und vielleicht dem Übergang des Selbstverständnisses, mit dem wir uns auch anfreunden sollten, Content zu kuratieren, guten Content sozusagen zu kuratieren, auszuwählen, zu vermitteln, dabei zu begleiten und nicht jeden Content selber zu produzieren. Martin, ich glaube, du wolltest dazu was sagen. Ja, ein bisschen anschließend an die vorgehenden Statements, und zwar tatsächlich, dass sich selbst an der Hochschule noch viele Lehrende über die Materialien definieren. Das heißt, weil ich ein gutes Lehrbuch geschrieben habe, bin ich's. Und dieser Kulturwandel, der passiert erst, ne, dass man sagt, nein, es geht nicht darum, dass ich das beste Lehrmaterial habe oder erzeugt habe, sondern dass ich gute Lehre mache. Und ich versuche das auch in vielen Reden immer den Leuten wieder beizubringen. Jemand, der gute Lehre macht, heißt nicht, dass er das letzte Lehrbuch hat. Also das ist einfach ein Irrglaube, der in den 1980er Jahren vorgeherrscht hat. Und so hat man auch früher gelebt. Ne? Ich habe mein Lehrbuch geschrieben. Und das Zweite, warum das ein bisschen langsam vorangeht, also man darf die Kosten nicht, also wir wissen, wir kalkulieren normalerweise bei MOOCs mit 25.000 bis 30.000 Euro pro MOOC. Das ist für uns ein normaler Preis, weil das Videoerstellung kostet was, der Lehrende kostet was, und das ist einfach Geld. Aber, und das schreckt viele, das beschreckt vor allem unsere Institutionen, die eh schlecht dotiert sind. Ne? Typischerweise auch Erwachsenenbildung ganz besonders, weil sie sagen, boah, das ist schon viel Geld und so. Umgekehrt muss man sagen, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe so ein schönes multimediales Buch, ich sage jetzt bewusst nicht MOOC, es ist ein multimediales Buch, das jeder verwenden kann in Österreich und jeder, der Deutsch kann, also auf der ganzen Welt, dann spielt sich das sehr schnell ein. Ja, aber man denkt meistens immer nur so, kriege ich dann das Geld wieder rein und so weiter, sondern man muss anders beginnen zu denken, dass man eine Bildungsressource erzeugt. Die Bildungsressource kann von sehr vielen verwendet werden und es ist total hilfreich. Also, aber es gibt umgekehrt Institutionen, also ich rede mit Rotem Kreuz genauso, die fragen sich, warum sie eigentlich jeden Trainer das Material selber machen lassen. Ja, und man ändert es einfach nicht. Ja. Und ich sage, eigentlich könnte man viel tollere Ressource erzeugen, wenn man diese Power nimmt und die Trainer einfach Lehre machen lassen. Und diese Umdenken ist ein sehr schwieriger Prozess, weil wir in der historischen Bildungs irgendwie Weg so eingeschworen sind. Ne? Also auch diese Denkweise, es muss der Trainer natürlich auch das Material selbst erzeugen. Und ich glaube, da braucht es ein Umdenken. Und bin ja froh, dass man so
schöne Hochglanzprojekte wie den EBMUG haben, die das zeigen, dass es eigentlich super funktioniert. Ne? Also das ist, man muss ja auch sagen, also wir haben hier 3000 Personen im Kurs. Das ist eine Weiterbildungsmaßnahme, da kann man in Österreich suchen gehen in dieser Dimension. Ne? Dann wird es wieder billig. Es ist skalierbar, man wird einfach die Teile weiterverwenden können und alle anderen können es auch nutzen. Also danke, Martin, ich sehe das ganz genauso. Markus, du wolltest was sagen, bitte. Okay, ich wollte was sagen. Als Trainer selber erlebe ich ja auch so alles Mögliche. Es gibt Institutionen, da gibt es Trainerleitfäden. Das heißt, wenn ich dort einen Kurs anbiete, dann muss ich mich an diesen Trainerleitfaden halten oder beziehungsweise darf ich mich daran halten, weil da schon was vorgearbeitet wurde und man weiß, was gut ist und was die Teilnehmer brauchen. Also habe ich als Trainer und als Dozent schon mal so meinen roten Faden, den ich gehen kann. Und dann sage ich mal, ich bin als SAP-Berater unterwegs, da habe ich eine Standardsoftware. Ja, da komme ich auch in jeden Betrieb und jeder Betrieb sagt, ich bin aber völlig anders und ich habe alles eigen und ich muss das hier und da und ich kann es mit dieser Standardsoftware abbilden. Ja, es gibt tausende von Firmen, die die nutzen. Und genauso ist es, sage ich mal, jetzt hier in der Lehre auch. Also ich sage, kein Trainer hat seinen kompletten oder kein Dozent hat seinen kompletten Kurs selber gemacht. Der holt sich aus einem Buch irgendwo was raus, der holt sich bei YouTube irgendwo was raus. Also der stellt ja seine Materialien auch zusammen und die sind nicht alle hundertprozentig von ihm. Deswegen, und das ist für mich so ein Punkt, warum gerade so viele ein Problem haben. Ich sage, viele Lehrer, Dozenten haben gerade Unterlagen, die sie präsentieren im abgeschlossenen Raum, die urheberrechtlich sehr kritisch sind, wenn sie sie online vertreiben würden. Joachim, bitte. Ich habe mal eine Diskussion gehabt, da ging es auch um das Thema und die Frage, die wir hatten, war, selbstkritisch muss man natürlich auch sagen, welchen Mehrwert haben diese OER-Kurse oder diese MOOCs für den Teilnehmer? Also ist ein Teilnehmer bereit, dafür letztendlich auch Geld zu bezahlen? Und der Charme der Lehrbücher ist, dass sie ja meist relativ sachlich und trocken sind und sozusagen die persönliche Note kommt über die Kursleitung, über den Dozenten rein. Ein MOOC bringt diese persönliche Note normalerweise mit sich durch die handelnden Personen im Video. Und das sozusagen in meinen Unterricht zu integrieren, wo ich vielleicht selber als Kursleiter ganz anders drauf bin. Also mit so einem lockeren MOOC kann ich vielleicht anders umgehen, je nach Thema. Also es braucht einen Mehrwert. Und er muss sozusagen in meine sozusagen emotionale Arbeit auch ein Stück hineinpassen. Und das ist eine deutlich neue Herausforderung für Dozenten. Das möchte ich mal nicht kleinreden. Das dürfen wir nicht verschweigen und nicht übersehen. Und ein Kommentar aus dem Forum geht auch schon genau in diese Richtung. Ja? Wenn ich einen Content selber erzeuge oder Lehrmaterial selber erstelle, dann habe ich natürlich eine andere Identifikation damit. Ich habe eine andere Ownership. Ich kann das anders vertreten. Es geht anders nach außen. Und ich habe natürlich, ich verleihe dem vielleicht eine andere Couleur oder es geht mit einer anderen Stimmung raus. Es ist vielleicht, also dieser Prozess der Aneignung, würde ich mal sagen, sich sozusagen auf bestehendes Material, das ist offene Bildungsressource da ist, erst einmal anzueignen, bevor ich so identifiziert bin damit, dass ich damit auch arbeiten kann, das ist sicher was, was man auch machen müsste. Ja, genau, genau. Joachim, bitte, bitte. Ein ganz kleines Beispiel. Wir haben den BIMUG relativ locker gemacht, ne? Also einfach rein und also auch mal Fehler gemacht, auch technisch Fehler, war alles gar nicht weiter wild. Und wenn so ein Kurs von jemand vor Ort begleitet wird, der sozusagen ein stocksteifer, ordnungsorientierter Inker ist, dann passt das einfach nicht zusammen. Genau. Und deswegen muss man darauf Rücksicht nehmen. Genau, genau. Also die Diskussion im Chat wird gerade da auch sehr lebendig, ja, was gerade diese persönliche Note betrifft. Und ein Thema, das gerade auch aufgekommen ist, ist so, ich habe jetzt vielleicht gar nicht mehr so den Überblick, ja, wie wird mein Material sozusagen verwendet, das ich als offene Bildungsressource produziert habe. Ja. Was passiert damit? Also es ist vielleicht so ein Stück
Kontrollverzicht damit verbunden. Ich möchte es nicht Kontrollverlust nennen, sondern Kontrollverzicht. Und Anja, ich sehe dich schon. Bitte, was möchtest du sagen? Den Mikro würde man noch brauchen. Ja. Also ich habe ja einen Hotkey und eigentlich funktioniert der auch. Diese Kontrolle habe ich auch sonst nicht. Also den habe ich nicht bei einem Lehrbuch, da weiß ich auch nicht, welcher Seminarleiter das wie einsetzt und ob dann nicht irgendwelcher Quatsch dazu erzählt wird. Das ist ganz unabhängig von OER. Man kann es manchmal über die Google-Suche finden. Das ist auch, ich sag mal, so ein bisschen, ich will nicht sagen ein Schmerz, aber das wäre tatsächlich was, wo ich mir auch wünschen würde, dass ich selber besser noch nachvollziehen könnte. Nicht, weil ich es irgendwem verbieten will, sondern weil es mich einfach irre interessiert, wo das alles so landet. Ne? Also das ist so eine Sache, die da gut mit einhergeht. Andererseits gerade, wenn man da schon ein bisschen erfahrener drin ist, merkt man, glaube ich, auch ziemlich gut selber, was kann ich schnell selber machen, wo bin ich im Selbermachen auch viel schneller, ne? Und was brauche ich, wo sage ich, nö, das mache ich mir gar nicht die Mühe, da finde ich bestimmt was im Internet, ne? Was frei lizenziert ist. Vielleicht jetzt aus dem aktuellen Anlass, wir hatten ja gerade in den Hochschulen eine große Umstellungswelle auf, ihr müsst jetzt doch euch alle mit diesen LMS beschäftigen, weil ihr darüber mit euren Studenten in Kontakt treten müsst. Und man konnte so vor allem diese erste Woche feststellen, das war ja in Österreich ein bisschen näher als in Deutschland. Und in Deutschland war das so mit einer Woche und dann ploppten überall Listen auf. Listen, 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 Listen. Hier hast du eine Übersicht, wie man das am besten machen kann. Und hier hast du eine Übersicht, wie man es am besten machen kann. Und jede Hochschule hat da ihre eigene Liste gemacht. Und das war letztendlich, weil es immer so klang wie, warum nimmt dann nicht einfach die Hochschule eine Liste von der anderen Hochschule? Und dann dachte ich so, ja, aber du musst ja eine Auswahl treffen. Die Leistung ist ja daran, eine Auswahl zu treffen für meine Hochschule. Und entweder ich habe die Sachen selber vorher schon gewusst, habe ich die Liste selber erstellt, oder ich habe sowieso bei jemand anders reingeguckt, habe gedacht, oh ja, das nehme ich auch noch mit rein und das nicht. Weil das Schlimmste, was die Leute nachher haben können, ist ein Wikipedia-Umfang an Listen, wo sie nachher auch nicht wissen, was sie haben. Na, deswegen, da war auch diese besondere Leistung, zumindest bei uns im Support, das, was am meisten geholfen hat wahrscheinlich, war so eine Sprechstunde, die wir angeboten haben. Weil dann die Leute mit ihren Problemen kamen und die haben eine Frage gestellt und wir haben zu deren Frage eine Antwort gehabt. Wir haben die, also klar haben wir denen Links geschickt und gesagt, hier kann man alles nachgucken, aber die brauchten schnell eine Lösung. Ja. Das trifft genau den Punkt, den Joachim schon angesprochen hat, kuratieren und Auswahl von gutem Content, diese eigene neue Leistung in der Bildung und auch in Angeboten der Erwachsenenbildung, das ist was ganz, ganz Wesentliches. Und auch dieses Aufmachen des offenen Raums im Sinne einer Sprechstunde und einfach dieses Hinhören und Beantworten dessen, was einfach an Fragen gerade da ist. Und ich sehe auch schon aus dem Chat die Zustimmung von Lore, die das eben genauso sieht und betont und auch von Barbara, die sagt, ja, die Auswahl ist das Wichtige. Und in diesem Sinn würde ich auch ich nehme ja schon so mit, also gewisse Reserviertheit dem gegenüber einen ganzen MOOC zu verwenden. Ja, der ist mir vielleicht fremd, die habe ich nicht selber erstellt. So wie du das geschildert hast, Markus, weiß ich vielleicht im Vorfeld gar nicht genau, wie wird denn der ausschauen. Ich bin dann meinen eigenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen nur ein, zwei Wochen voraus. Ja, muss eigentlich mit einem relativ unbekannten Produkt fahren. Na, vielleicht nehme ich mir dann einfach nur Teile heraus, die ich verwenden möchte und die für mich wirklich passen. Vielleicht hole ich mir aus dem einen MOOC die eine Kombination aus Videos, Übungen, Tests und ich nehme aus einem anderen MOOC das heraus und ich nehme aus einem anderen OER-Verzeichnis jenes heraus und unterstütze meine eigene Linie, meine eigene Planung, meine eigene Art, einen Kurs zu gestalten, einfach durch diese Ressourcen. Ja. Also das würde ich auch schon so als erleichternden Beitrag zu einem Geschäftsmodell sehen für die EB-Einrichtungen. Das wäre meine These dazu. Jetzt ist die Moderation gestorben, oder? Da ist sie wieder. Also ich wollte da gerade mal reingehen, wo das gekommen ist. Ich lese auch so ein bisschen im Chat mit, dass kein Buch ideal ist für den Unterricht. Ja, super. Dann kann ich doch mein eigenes Kursbuch machen. Ich nehme meine OERs, ich nehme meine MOOC-Anteile, ich nehme meine eigenen Anteile und am Schluss haben die Teilnehmer das Buch in der Hand, das wir wirklich auch gemacht haben. Die Problematik aus meiner Sicht ist auch noch die, was ist in Büchern drin? Aus meiner Sicht ist in Büchern meistens Wissen drin.
Und die persönliche Note kommt bei mir aus meiner Sicht eher so zum Tragen, wenn es um Kompetenzen geht. Also auch da muss man sich überlegen, was ist jetzt eigentlich das, worauf mein Kurs abzielt. Ja, bitte, Joachim. Wir haben ja jetzt eine Situation, dass wir gar keine Präsenztermine haben können. Und da ist natürlich das Remixen und Kuratieren von Content total wichtig und eine gute Möglichkeit, das auch online abzuspielen. Also einen Online-Kurs zu machen und dann in den einzelnen Themenbereichen auf Materialien zurückzugreifen. Das hat ja noch den weiteren Vorteil, dass ich damit auch über regionale Grenzen, also dass ich dem Virus sozusagen überregional folge und mich nicht auf eine kleine, auf ein kleines Gebiet begrenze. Und das ist durchaus ein Vorteil für Kursleitende, weil die dann natürlich ihre Sachen auch verschiedentlich an anderen Einrichtungen anbieten können, an unterschiedlichen Einrichtungen. Danke, Martin. Ich möchte dazu sagen, jetzt geht die Diskussion Richtung OER und Urheberrecht. Man muss aber schon bedenken, also das Schöne an diesen Online-Kursen, die wir da produzieren im OER ist, wenn man das tun darf. Also man kann bei uns dieses Video nehmen, kann es adaptieren und tatsächlich einsetzen. Bei vielen Dingen wie Lehrbüchern oder so gilt das nicht. Das heißt, Sie dürfen natürlich nicht hergehen und Bilder aus Lehrbüchern rauskopieren und in Ihren Unterlagen reingeben, weil die sind eben nicht OER. Und genau das ist das Problem, warum wir auch so um dieses Thema kämpfen, weil wir eigentlich wollen, dass Bildungsmaterialien, die zum Zwecke der Bildung erzeugt worden sind, von wem auch immer, tatsächlich darauf genutzt werden können und nicht irgendwelchen urheberrechtlichen Beschränkungen unterliegen. Und selbst Lehrbücher, wo Österreich so eine, sage ich mal, eine lockere Form der Urheberrechtsbestimmungen hat als Deutschland, sind bei uns ausgenommen von dem Thema. Das heißt, also Lehrbücher kann man eigentlich nur als Ganzes kaufen und den Leuten quasi kaufen lassen. Also das ist einfach ganz schwierig. Und das Thema ist tatsächlich, also dass man sagt, dort, wo Bildungsmaterialien erzeugt werden, vielleicht sogar staatlich oder öffentlich gefördert, dass man da fordert, dass diese dann eben offen lizenziert sind, damit man die Nachnutzung auch eben ermöglicht. Und das ist ein ganz heißes Thema und da sind wir tatsächlich auch erst an der Spitze des Eisberges, weil die meisten Materialien sind urheberrechtlich geschützt. Ne? Danke. Wir haben das ja jetzt in unserem Modul, das EBMOOC Plus, der gerade diese Woche läuft und gestern gestartet ist, ganz stark auch betont und herausgearbeitet, mit welchen Lizenzen das möglich ist und wann man eben was darf und dass man eben ohne das berühmte NC, also Non-Commercial, auch die kommerzielle Nutzung hat und mit den anderen Lizenzen je nach genauer Vorgabe dann eben wirklich, je nach genauer Lizenz, eben diese Verwendungsmöglichkeit. Das ist ganz wichtig. Und übrigens haben wir dabei auch eure Videos verwendet, Martin, und von dir, Anja, einen Teil. Und ich habe ja auch bei dir angefragt, in der üblichen Manier, dürfen wir eh? Ich weiß, wir dürfen, aber ich frage halt trotzdem. Genau so ist es. Ich möchte noch eines ergänzen, und zwar, weil es ein wesentlicher Unterschied zwischen Österreich und Deutschland ist. Also in Österreich ist es gelungen, dass wir quasi urheberrechtlich geschütztes Material im Rahmen von Informationssystemen oder Learning-Management-Systemen einer eingeschränkten Gruppe zur Verfügung stellen dürfen. Die Deutschen haben uns vor 5 Jahren ausgelacht und gesagt, das steht es nicht durch in der EU, das steht immer noch im Gesetz. Ne? Das heißt also, bei uns ist das erlaubt, wir dürfen also urheberrechtlich geschütztes Material im Rahmen eines Informationssystems einer gewissen Teilnehmergruppe zur Verfügung stellen. Und das macht es ein bisschen schwierig in auch diesem MOOC, weil das, die Gruppe gemischt ist. Also das ist ein dramatischer Unterschied eigentlich. Das heißt, wir haben es geschafft, die Lehrenden zu schützen. In Deutschland gibt es also nur diese 10%-Regelung und die zahlen also unglaublich viel Geld für irgendwas. Das ist ein Unterschied und zwar ein ganz großer. Mhm. Also darum auch immer wieder die Länder, das macht einfach einen Unterschied aus. Mhm. Danke, dass du das nochmal betonst. Wir haben diese Urheberrechtsnovelle 2015 gehabt, wo klar war, in einer geschlossenen Lerngruppe dürfen wir wirklich, wenn es nicht gerade Lehrbücher sind, alle anderen Materialien auch teilen. Und jetzt wissen wir aufgrund der Judikatur, dass das auch für Lernmanagementsysteme gilt. Und da sind wir in Österreich super glücklich, aber das ist eben ein großer Unterschied. Danke. Genau. Genau. Ja, wir haben jetzt noch knappe 20 Minuten bis zum Abschluss unseres Talks. Und was ich mich jetzt frage, ist,
konnten wir vielleicht einige Kollegen und Kolleginnen, die uns hier zuhören, ermutigen, offene Bildungsressourcen, vielleicht sogar MOOCs, als Teil ihres eigenen Geschäftsmodells stärker zu nutzen. Und wenn es da noch Fragen oder Zweifel gibt dazu, gibt es noch die eine oder andere Unsicherheit, die wir jetzt vielleicht in einer kurzen Antwortrunde dazu ausräumen können. Es wäre jetzt die Gelegenheit, im Chat vielleicht noch solche Fragen zu stellen, im Sinne von, wenn ich das jetzt aber tun möchte, müsste ich noch wissen, was müssten Sie noch wissen, ja, um stärker auf diese Möglichkeit zurückzugreifen. Gibt es was, was Sie noch jetzt bräuchten von unserer Gruppe hier? Ich bin wirklich dankbar, dass wir in dieser Zusammensetzung zusammenkommen konnten, weil ich denke, dass wirklich sozusagen alles, was zu diesem Thema Rang und Namen hat, also die Kollegen und Kolleginnen, die mir halt bekannt sind zu dieser Thematik, einfach gerade jetzt an einem Ort erreichbar sind und noch Fragen dazu beantworten könnten. Ich sehe da so Kommentare in Richtung, danke, es gibt eine Horizonterweiterung, die damit verbunden ist. Wenn es keine Fragen gibt, die jetzt im Chat auftauchen, dann würde ich noch einmal die Rückfrage stellen. Martin, du hast ja auch berichtet von Erfahrungen, ich glaube, mit Kollegen, Kolleginnen in Italien oder Südtirol, die teilweise einfach den MOOCs auch nutzen. Gibt es denn da Dinge, wo du sagst, du würdest dir aber wünschen, die und die Information oder die und die Vereinbarung? Ich weiß, wir dürfen die MOOCs einfach nutzen. Ich würde mich zum Beispiel fragen, wenn ich jetzt einen MOOC nutzen möchte, würde ich mich zum Beispiel fragen, na, ist der denn hoffentlich in der Zeit, wo ich ihn nutzen möchte, auch durchgehend online? Und gibt es da einen Technikservice dafür? Ja? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel eine WMOOC nutzen möchte, dann würde ich schon empfehlen, sozusagen mit uns oder der TU abzuklären, ob wir eh vorhaben, ihn bis Ende 2020 stehen zu lassen. Sind das so, solche Dinge, die man vielleicht im Vorfeld zur Sicherheit mit dem Betreiber klären sollte? Oder hast du da aus deiner Kooperation mit den Italienern andere Erfahrungen? Also ja, es ist nicht ganz so geradeaus zu beantworten. Also grundsätzlich ist es so, dass diese MOOCs online stehen bleiben bei uns, solange es die iMOOCs-Plattform gibt. Und wir sind gut, also wir sind sicher mal mindestens 3 weitere Jahre, weil das Ministerium uns das ordentlich bezahlt hat. Das heißt also, im Rahmen dessen gibt es einmal die Plattform. Und bei jedem MOOC ist bei uns so, dass es dabei steht, wie lange das er verfügbar ist. Und das kann ich also nicht beeinflussen, jetzt als MOOC-Betreiber, weil also das die Lehrenden selbst festlegen, also die Leute, die diesen MOOC zur Verfügung stellen. Also ihr habt auch einen Ablauf Datum mit Ende des Jahres. Es gibt also MOOCs, die vorläufig endlos, und bei anderen gibt es halt ein Ablaufdatum, und innerhalb von diesem Ablaufdatum garantieren wir, dass die Materialien zur Verfügung stellen. Und Technik heißt bei uns so, ja klar, also die Plattform wird laufen, und also es sollten drinnen, also wenn Fehler auftreten und uns jemand schreibt, wird man die beheben. Also das ist nicht das Thema. Das Problem ist halt primär, weil ich weiß, dass natürlich gerade die Erwachsenenbildung sehr lange Vorlaufzeiten hat. Also wenn sie so Kurse anbieten, die müssen dann irgendwo hineingeschrieben werden, dann wird das in den Print gegeben und so weiter. Und was tue ich dann, also wenn quasi das also dort schon wieder aus ist? Ja, also ich kann dann keine Garantie übernehmen, weil ich ja wie gesagt nur das zur Verfügung stelle, sondern man müsste dann halt einfach mit den Betreiberinnen und Betreiber reden und sagen, also wie lange wollt ihr es aufrecht halten? Das ist das Einzige, was wir sehen. Diese Widerstarts, wir machen relativ viele Widerstarts, die haben einen Grund. Und das muss ich mal so erklären, dass wir sehr viele im Hintergrund andere Bedingungen haben, zum Beispiel Lehrveranstaltungen. Und da muss ich dann den MOOC quasi abdrehen und die neue Lehrveranstaltungskohorte reinholen. Und da, deswegen schalten wir zum Beispiel 2 Monate lang MOOCs wieder aus oder Kurse, und die kommen dann wieder. Das macht die Situation für jemanden, der jetzt quasi jetzt einmal im Dunkeln herumschwirrt da draußen, schwierig, also einzuschätzen, wie das ist. Ich meine, im einfachsten Fall ist also an die Support-E-Mail-Adresse bei uns zu schreiben, und kann man zurücksagen, wie die Situation ist, oder ich kann einen Kontakt herstellen, an wen man sich wenden muss, und dann kann man das besser planen. Also wir haben auch lange überlegt, ob man sowas wie assoziierte Partner macht und so weiter, aber es ist einfach sehr schwer, weil ein assoziierter Partner, der hätte dann gerne Rechte, nur ich kann niemandem Rechte über einen Kurs geben, der nicht uns gehört. Jetzt in dem Sinn und so. Also das ist ein schwieriger Prozess im Bereich des Online-Lernens. Also ich hätte auch lieber gern da klare Regeln, aber das sind sehr viele Rahmenbedingungen, die da zu bedenken sind immer. Also ich fasse jetzt einmal nur kurz zusammen. Ich habe gehört, gut ist es einfach dort an den technischen Support einmal zu schreiben oder an die Support-Adresse und zu fragen, bleibt der eh so lang stehen? Sollte man sich nicht sicher sein? Fragen kostet nichts, sondern in der Regel antworten. Genau.
Genau. Lieben Dank. Markus, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte nur noch was ergänzen. Ich habe auch keine Sicherheit, ob ein YouTube-Video, wenn ich es abrufe, zu der Zeit, wo ich es abrufe, noch online steht. Die Sicherheit habe ich auch nicht, wenn ich das einbinde in meinen Kurs. Und so ist es mit MOOC oder mit OER-Geschichten auch. Also da muss ich halt vorher, bevor ich in die Stunde gehe oder das halt nochmal testen, ob das auch wirklich noch zur Verfügung steht. Aber das Risiko habe ich immer. So ist es. Wir hatten das sogar bei der Produktion des EBMOOC Plus mit den kleinen Tools, die wir vorgestellt haben. Ja, wir wissen, wir haben natürlich nachgefragt und uns wird es wohl noch längerfristig zur Verfügung stehen, aber es kann kurz vorher verändert werden und dann habe ich einfach diese Situation. Wenn ich sicher gehen will, über meines Contents sicher sein will, dann muss ich ihn runterladen, gell? Danke. Ich kann natürlich die Videos ja von YouTube, die in der Regel auf YouTube stehen, auch die aus dem MOOCs, kann ich sie mir runterladen und dann. Oder nachfragen bei den Betreibern, das ist in dem Fall ganz einfach. Und wie wir heute gehört und erfahren haben, freuen sie eh alle, wenn ihre MOOCs genutzt werden. Und freuen sich ja über solche Rückfragen auch. Genau, genau. Eine Frage hast du schon im Vorbeigehen jetzt beantwortet, Martin. Aber warum sind denn die eigentlich überhaupt zeitlich begrenzt? Du hast eben erläutert, wenn sie im Zusammenhang mit euren Lehrveranstaltungen stehen, dann musst du sie regelmäßig auf Null setzen, weil sie eben auch für die Lehrveranstaltungen gültig sein. Und dann ist es einfach notwendig. Und ich kann von unserem MOOC eben aus Erfahrung sagen, wenn wir ihn online nehmen, offline nehmen, dann hat das in der Regel den Grund, dass wir eine neue Auflage produzieren, die einfach inhaltlich wieder den neuen Entwicklungen angepasst und insofern optimiert wurde und wir uns dann halt wünschen, dass die verbesserte neue Form genutzt wird. Das ist öfter so, glaube ich, bei MOOCs, die eben auch auf iMOOCs stehen. Andererseits gibt es ja auch diese Praxis, wie du die Joachim schilderst, nicht? Beim IchMOOC, der steht dann halt einfach und das passt und die Leute freuen sich halt durchgehend und immer wieder und nutzen einfach, gell? Genau, genau. Also es muss auch nicht bei jedem MOOC so sein, dass er heruntergenommen wird. Ich weiß jetzt gar nicht, Anja, wie ihr das macht. Bei euch stehen viele, viele Selbstlernkurse auch sehr lang, gell? Genau, also bei uns bleiben die hinterher auf der Plattform stehen. Wir machen meistens, sagen wir, machen einen betreuten Durchlauf. Auch dieser betreute Durchlauf hängt davon ab, wie stark die betreuten Personen da ihre Zeit und Ressourcen rein investieren, wie das auch zum Teil vertraglich und durch die Projekte geregelt ist. Dann bleibt er da in der Regel stehen. Und ab und zu haben wir tatsächlich nochmal so einen Neustart oder so einen Widerstart. Also jetzt mit den OER-Fachexperten, das ist ja jetzt so ein Ding, was wir gerade wieder neu durchmoderieren eigentlich nur. Der steht eigentlich genauso wieder da wie vorher. Und auch da stellen wir fest, dass allein mit der Ankündigung, dass wir es nochmal neu durchmoderieren und begleiten, sich sehr viele mehr Teilnehmende angemeldet haben. Das war Gott sei Dank im Dezember, Januar. Also das können wir deutlich von der Corona-Krise trennen. Aktuell haben wir bei allen Kursen relativ gut nochmal Zuwachs bekommen, wo wir jetzt nicht wissen, ob es jetzt einfach nur am Kurs liegt oder die wahrscheinlichere Variante ist, dass da jetzt verstärkt online mehr stattfindet. Also wir merken das auch. Wir merken auch bei Kursen, zum Beispiel den Kosten- und Leistungsrechnung, den Markus Hammeler remixt hat, der wird jedes Jahr erneut eingesetzt im Studium an der Hochschule Pforzheim und da sieht man auch schön diese Treppen, ne? Also wenn dann die neue Kohorte an Studierenden kommt. Mhm. Ja. Spannend. Martin? Ja, das kann ich bestätigen. Das ist auch einer der großen Gründe, warum wir wieder starten. Also das ist also rein aus der Lehre-Sicht ganz klar zu sehen. Also das Zurfügungstellen des Online-Kurses, ich sage jetzt einmal eine bessere YouTube-Playliste, führt dazu, dass also kaum jemand das macht in der Regel, weil er ja keinen Grund hat. Wenn ich aber das Ganze wieder starte und quasi unter Betreuung setze, haben wir ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Startpunkt, wir haben eine Betreuung und damit habe ich plötzlich, also ich kann so sagen, wenn wir im Laufe des Jahres bekommen wir vielleicht 10 neue User, wenn der Kurs einfach online steht, starte ich den neu, dann habe ich wieder 400-500 locker drinnen und dieser Unterschied ist für uns auch wesentlich, ne? Also zu sagen, okay, offensichtlich braucht es auch das, um Leute dann entsprechend zu motivieren. Ich glaube, Markus, du warst vorher. Ja, ich wollte bloß dazu sagen, ich stelle Aufgaben und Übungen online und das sind teilweise 2, 3 Slides vom PowerPoint oder so. Und ich sehe auch einen Verlauf, nämlich immer kurz vor den Prüfungen sind die Abrufe ziemlich hoch, wo die Teilnehmer sich das angucken und dann geht es wieder runter. Also das stellt man auch bei ganz normalen OER-Geschichten fest und nicht nur bei einem MOOC. Joachim, ich glaube, du hast... Ja, ich glaube, ein Kriterium ist dafür, betreue ich den Kurs oder nicht. Also ich muss ihn gar nicht vom Netz nehmen und den neu starten.
Die Frage ist ja nach der Kommunikation, die dahinter ist. Ich muss es neu bekannt machen. Ich brauche irgendwie vielleicht ein neues Kapitel da rein und dann kann ich wieder durch eine Öffnung der Foren, kann ich da wieder für ein neues Leben sorgen. Ist auch ein bisschen unterschiedlich, wenn ich Hochschullehre nehme, wenn ich den Content nehme oder wenn ich, wie ich, solche Sachen mache, die überhaupt nichts mit der Hochschule zu tun haben, die eher sozusagen dem Slogan folgen, holt die MOOCs aus der Studierstube raus in den Alltag, dann fühlt es sich nochmal ganz anders an, wie man damit auch mit der Community denn weiter im Gespräch bleibt. Genau. Anja, bitte. Ja, da vielleicht den kurzen Kommentar. Und genau das ist so ein Ding, wo ich sage, so, das müssen wir nicht wir neu betreuen. Das kann ja jede und jeder machen. Also gerade bei den OR-Fachexperten hat das zwischen unser, bevor wir es erstellt haben und auch jetzt beim neuen Durchlauf, hat Sabine Preuße, die war jetzt zufällig mit dem Autorenteam, war aber nicht Voraussetzung, die hat das für den BDVT, diesen Bundesverband für freiberufliche Trainerinnen und Trainer, hat dies auch nochmal angeboten, betreut, Webinare dazu angeboten, die Präsenzworkshops, die da eingeplant sind im gesamten Programm, hat sie dann angeboten, auch kostenpflichtig dazu. Also da steht die Möglichkeit offen. Man kann ihn auch selber nochmal erstellen. Genau, das ist es ja, worüber wir heute eben reden und wozu wir einladen und unterstützen wollen. Gell? Also wirklich auch Kurse, so wie du, Martin, gesagt hast, nicht, wenn der da steht als reiner Online-Kurs, nicht, dann sehen wir halt über die Zeit hinweg vielleicht 30 Leute, die dazukommen oder. Also meine Hoffnung ist ja vielleicht, dass das doch eben mehr wird, die Kurse, die da einfach stehen und warten, einfach mehr Teilnehmer, Teilnehmerinnen bekommen, vielleicht auch Begleitgruppen bekommen, Nutzer, Nutzerinnen bekommen aus den von Bildungsmanagern, Bildungsmanagerinnen, die eben auch erkennen, dass das Teil eines eigenen Geschäftsmodells sein könnte, wenn auch nur ein kleiner Teil. Und ich merke, wenn ich da so ein bisschen mitlese, auch im Chat, dass ich einen Disclaimer anbringen möchte, den mir schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt. Wir wollen nicht alles vermuken, ja, um das geht es gar nicht. Und auf gar keinen Fall geht es darum, jetzt nur mehr die Online-Lehre im Blick zu haben und auf die Präsenzlehre zu verzichten, längerfristig gar nicht. Wir möchten nur reagieren auf die Corona-Situation, in der uns einfach eine Präsenzlehre nicht möglich ist. Und darüber hinaus möchten wir einfach sagen, man kann aus den Online-Kursen Blended-Angebote mit Präsenzangeboten machen. Also das ist eigentlich unsere Einladung zum Thema. Ich möchte, weil jetzt keine speziellen Fragen da sind, okay, die Frage geht schon in Richtung Teilnehmerbescheid. Okay, dann gehen wir in Richtung Abrunden. Gibt es von eurer Seite hier am sozusagen Podium noch irgendwas, wo ihr sagt, ihr wollt es noch unbedingt loswerden, bevor ich sozusagen in den administrativen Abschluss überleite? Gibt es noch irgendwas, wo ihr unbedingt was dazu sagen wollt? Joachim und ja. Markus. Bitte. Ganz kurz, so aus der Praxis weiß ich, dass es in Weiterbildungseinrichtungen relativ schwer ist, als Einzelkämpfer solche Sachen voranzubringen. Deswegen rate ich immer, darüber auch im Team zu reden, damit man sich auch ein bisschen Rückendeckung holt. Also wer solche Sachen neu macht, steht immer so vor einem gewissen Risiko. Ne? Also klappt das alles, klappt das nicht? Und wenn das nicht klappt, klatscht jemand anders dabei in die Hände oder so. Man muss sich da schon ein bisschen im Team einig sein und dann, glaube ich, kann man sich auch gegenseitig sehr gut unterstützen. Danke. Also noch einmal ein Plädoyer für Netzwerke, Netzwerken, Teamarbeit, Kooperation. Vielen lieben Dank. Und von dir, Markus? Dem stimme ich zu, wenn man ein Team hat. Ansonsten würde ich sagen, einfach machen. Meistens kriegt man ein positives Feedback, weil die Kurse, die Online-Ressourcen, die im Netz sind, sind gut. Ja? Und einfach machen und schauen, was dabei passiert. Also ich habe nur Positives zurückbekommen. Vielen lieben Dank, Markus, für dieses Just Do It am Ende dieses spannenden Talks. Und wenn ihr jetzt Martin und Anja noch ein Schlussstatement habt, dann würde ich euch nochmal bitten, sonst einfach überleiten in die Abrundung. Martin, ich sehe dich.
ein Zeichen machen? Ja, also wie gesagt, ich kann also alle nur dazu aufmuntern, die Inhalte von IMOX grundsätzlich zu verwenden. Für das produzieren wir es. Also das ist wirklich eine Aufforderung und wir freuen uns sogar, wenn jemand rückmeldet, wie er es verwendet hat und was er verwendet hat, einfach um sehr gutes Argument für meine Leitung zu sagen, es ist doch toll, dass wir IMOX machen, weil die sagen, sie verwendet ja eh keiner, es sind nur so viele Leute drinnen und so. Also das ist also auch etwas, was Anja auch angesprochen hat, das sehr schwer zu monitoren ist. Wir merken es nur dann, wenn wir einen Kurs abdrehen, dann kriege ich 100.000 E-Mails von irgendwelchen Universitäten, das geht doch nicht und so weiter. Das heißt also in diese Richtung. Und das andere ist also, wenn jemand Interesse hat, quasi, also wir sind jetzt quasi die österreichische MOOC-Plattform, also was zu machen, dann also einfach bitte unkompliziert Kontakt mit uns aufnehmen und dann kann man schauen, was man machen kann. Vielen lieben Dank, Martin. Danke dir, danke. Ich mag vielleicht noch hinzufügen, weil das also, jetzt sind hier vier Leute zusammen, die MOOCs gemacht haben und auch selber machen und auch sagen, wir geben das auch gerne unter freie Lizenz. Vielleicht auch das schlechte Gewissen zurückzustellen, wenn man das selber nicht unter freie Lizenz stellt, weil wir machen das ja viel auch, also zumindest aus den Hochschulen raus, durchaus aus Steuergeldern und das sind einfach Gelder, die schon ausgegeben wurden von euch und von uns und von allen. Von daher, ich sehe das überhaupt nicht als Problem nachher zu sagen, also nur weil jemand sagt, ich stelle mein Zeug aber nicht unter freie Lizenz, da ist man kein schlechter Mensch. Es ist schon sehr viel gewonnen, wenn man mitkriegt, da gibt es ganz viele Leute, ganz viele Sachen, die könnt ihr nutzen und ihr müsst eure Zeit nicht doppelt investieren. Und dann den nächsten Schritt, den kriegen wir auch so hin. Also da kriegen wir euch schon noch dazu, das unter freie Lizenz zu stellen. Danke dir, liebe Anja. Und ich muss jetzt wirklich einen strengen Blick auf die Uhr werfen, weil wir haben nur mehr 3 Minuten und wir müssen noch die Links zum Teilnahmebestätigung, die Umfrage sozusagen zur Teilnahmebestätigung online stellen und auch die Umfrage für unser Online-Feedback, wenn Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen. Diese Teilnahmebestätigung gibt es nur für die Live-Teilnahme, also nicht es gibt für die Live-Teilnahme und das EBMOOC-Zertifikat ist nicht von dieser Teilnahmebestätigung abhängig. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen, dann klicken Sie bitte jetzt auf diesen OGKGB6-Link, der auch im Chat gepostet wurde und füllen Sie bitte dieses Formular aus. Wenn Sie das gemacht haben, erhalten Sie in Kürze die Teilnahmebestätigung an diesem Digitalk. Sollten Sie irgendwelche Fragen dazu haben oder sich irgendwelche Probleme dabei ergeben, schreiben Sie uns bitte ein E-Mail an webtalk@erwachsenenbildung.at. Außerdem möchten wir Sie herzlich einladen, uns wieder in unserem eigenen organisationalen Lernen zu unterstützen. Bitte sind Sie auch so lieb und füllen Sie das Online-Feedback zum Digitalk aus. Hier unter dem ogi.de/zljn-Link auch eingeblendet oder gleich bald eingeblendet in unserem Chat. Oje, da habe ich gesehen, ich kann den Link nicht anklicken. Das werden wir jetzt noch beheben müssen. Genau, Karin postet inzwischen ogi.de/zljn für die Teilnahme am Online-Feedback. Bitte sind Sie so lieb und nehmen Sie auch daran teil. Und der nächste Digitalk wird in einer Woche um die gleiche Uhrzeit stattfinden und es wird dabei um das Thema Videokonferenztechnologien in der Erwachsenenbildung gehen und die unterschiedlichen Formate, die man mit Videokonferenztechnologien auch umsetzen kann, nutzen kann. Sie finden die Aufzeichnung zu diesem Talk in Kürze im Modul 7 des EBMOOC Plus und unter diesem Link, der hier auch eingeblendet ist. Das ist auch der Link, wo Sie den Livestream verfolgen konnten und insgesamt auch die Webinar-Ankündigung vorgefunden haben. Wir freuen uns sehr, wenn Sie weiterhin dabei sind. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Ich habe beim Mitlesen mich schon darüber gefreut, mit dem Thema dieses Talks Ihre Anliegen zu treffen und bedanke mich herzlich bei unseren Referentinnen, unseren Experten, Podiumsgästen und auch allen, die hier mitgechattet haben und dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Thank you.
Thank you.